Hallihallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich habe bei Rossmann zwei Adventskalender bestellt, aber kein Isana oder Maybelline oder keine Ahnung, wie die alle heißen bei Rossmann, was er genau hat, sondern von der Firma Prikondi. Da soll Smile-Kosmetik-Sachen drin sein. Einmal so ein Cube, also ein Würfel-Adventskalender, kann man wirklich ringsrum, oben, unten, überall aufmachen. Aber die stelle mal beiseite. Die mache ich mir morgen auf. Die gucken rein. Und dann habe ich hier noch so einen Puzzle-Kalender. Auch mit Smile-Kosmetik-Sachen drin. Und den machen wir jetzt mal zusammen auf. Außenrum ab. Oh Gott, da muss man noch aufpassen. Da bleibt auch nicht stehen. Hat keine Aufhänger, nichts. Also ganz komisch. Und wie gesagt, Smile Kosmetik kenne ich nicht, die Firma Prikondi kenne ich nicht, aber naja, gucken wir mal kurz. Da oben ist die 1, die holen wir dann jetzt irgendwie raus. Und so, da ist die 1. Und da gucken wir jetzt mal, was drin ist. Sieht innen so aus. Aha, ein Blush soll das sein. Prikondi GmbH Blush soll sein. B7199. Dann irgendwas mit Hashtag Mai 200 401. Made in PR China. Und dann steht wieder, das kommt aus Münzen, Germany. Muss ich nicht verstehen. Gucken wir mal, ob die auf sind oder zugeklebt oder keine Ahnung. Geht sowas überhaupt? Okay. Na. Aha, okay. Das sieht so aus. Mal wieder zu. Vielleicht kennt ja von euch jemanden, Prikondi, die Firma. Oder Smile Kosmetik. Der kann es ja unten mal in die Infobox schreiben. Packen wir den wieder ein. Das war jetzt die Nummer 1. Die Nummer 2 ist unten drunter. Das ist die Nummer 2. Gucken, was da drin ist. Okay. Scheinbar auch wieder ein Lidschatten oder keine Ahnung, Palette. Lipgloss Cream ist das. Sind, Lipgloss-Creme ist das. So. Okay. Lipgloss-Creme. Na, geht so. So, dann die 3. Wo haben wir denn die 3, 3, 3, 3, 3? Ah, in der Mitte. Einmal die 3. Gucken wir mal, was da drin ist. Ja, mein Gesichtsausdruck sieht bestimmt auch, naja, nicht gerade begeistert aus. 4 Lidschatten. Eyeshadows. Das war es auch schon. Das scheint ein. Die gehen aber auch richtig doof auf. Ein Silber, ein Grün, ein Rosé und ein Weiß. Entschuldigung. Gucken wir auch wieder rein. Gerade einen Moment bitte. Ich hatte einen trockenen Hals. Musste gerade schnell was trinken. Ja. Dann waren wir bei der 3. Jetzt kommen die 4. Das ist an der Seite. Ein kleines. Oh, steht sogar beidseitig 4 drauf, sehe ich gerade. Okay. Ja, geh auf. Ein Nagellack in der Farbe. Ja, kann man jetzt überlegen, ne? So Rosé Gold oder Braun Gold.
sieht man es überhaupt richtig? Keine Ahnung. Oder sieht man es so? Kommt auch wieder da rein. Wie gesagt, die Marke kenne ich nicht. Dann sind wir bei der Nummer 5, die ist unten drunter. So. Hier, Adventskalender, was ist das? Kleine Steinchen, ja, die kann man ja dahin kleben oder für die Nägel benutzen. Sieht man die Steine überhaupt ein bisschen, gell? Was sind das so Strasssteine, genau, jetzt habe ich es. Irgendwie will heute mein Kopf nicht. Das war die Nummer 5. Die Nummer 6 ist ja Nikolaus. Da bin ich mal gespannt, was die da Schönes drin haben. Okay, auf. Aha, das ist... will nicht raus. Na. Nehmen wir mal die andere Seite noch auf, vielleicht will es dann raus. Jetzt andere Seite wieder zu. So, das ist ein Creme-Eyeshadow. Creme-Eyeshadow, auch in so einem Goldton gehalten. Also irgendwie ist in die Farbe nichts für mich, falls sie überhaupt gut sein sollten. Das weiß ich ja nicht, ich kenne die Marke ja nicht. Jo. Dann die Nummer 7 ist neben der 4. Blub, blub. Seid ihr auch schon schön im Adventskalenderfieber? Auch wieder ein Nagellack in so ein Pink mit leichtem Schimmer drin. Also, so sieht man es ja kaum. So ein Pink mit leichtem Schimmer drin. Dunkelpink. Oder dieses Ende was. Ja. Bis jetzt würde ich sagen für einen Teenager, ne? Die Nummer 8. Die Nummer 8, die hat sich versteckt. Nein, die ist hier. Die Nummer 8 ist ein bisschen länglich. Könnte ein Lippenstift drin sein. Oder ist leer. Das kann ja eigentlich nicht sein, ne? Okay, dann muss ich die mal draußen lassen und Bescheid geben. Dann gehen wir mal zu der Nummer 9. Weil in einem Puzzle-Kalender oder Schächtelchen-Kalender sollte es eigentlich nicht leer sein. Dann muss ich die mal anschreiben. Und das geht jetzt nicht auf. Doch jetzt. Da ist auch wieder ein Nagellack drin. In der Farbe so braun-gold. Nee, aber die Nagellacke stinken. Die Nummer 8, die gehört dann so rum. Ne, 9. Die 8 war ja leer. So, die Nummer 10, die ist hier oben. Da ist ein Pinsel drin, scheinbar so ein Puderpinsel. Okay, so die Nummer 10. Dann die Nummer 11 ist nebendran. In der Nummer 11 ist auch wieder eine Lidschattenpalette, eine 4er mit Blau, Silber, Pfirsichfarben, so rum, Braungold. Das mit der Nummer 8, das ärgert mich jetzt ehrlich gesagt. Aber macht ja nichts. Ich kann ja Bescheid sagen. So, nach der Nummer 11 kommt die Nummer 12 und die haben wir hier. Noch wieder. Nein, diesmal ist was drin. Da haben wir hier
Diesmal ist was drin. Und zwar ein Eyeliner. Ein Eyebrow-Pinsel. Ja, ein Eyeliner. Eyebrow, Augenbrauen. Ein Augenbrauenstift soll das darstellen. Aber ein Blau? Nee, Augen. Ein Eyeliner, oder? Der ist doch blau. Ja, der ist blau. Dann ändern Eyeliner. Aber für die Augenbrauen glaube ich jetzt nicht wirklich. Obwohl, man weiß es ja nicht, ne? So. Dann, andersrum. Dann die Nummer 13. Die haben wir hier unten. Da ist ein Lippenstift drin. Ganz kleiner. Ein Lipstick. In der Farbe gar nichts. Das ist so ein... Ja. Also so ein rot-braun-gold-Schimmer. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt richtig sieht. Aber den swatche ich jetzt nicht irgendwie. Weiß auch nicht. So. Das war die 13. Dann kommen wir jetzt zur 14. Und die 14 hat sich versteckt. Na? Ah, da ist er. Vor meinen Augen und sagt nichts. Vielleicht sollte ich mir eine andere Brille kaufen. Vor meinen Augen und sagt nichts. Aha, ein Spiegel. Ein Spiegel. Ein Spiegel, gut, ein Taschenspiegel kann man immer gebrauchen, aber ob sein muss. Die 15 habe ich vorhin schon gefunden, diese unten. Die 15. Was ist das? Ach du meine Güte. Ein Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Pinsel. Ein wirklicher Mini-Mini-Mini-Mini-Mini. Warte mal, da was? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein da was für Teenager oder so. Oder Anfänger oder keine Ahnung. Fasching? Die Nummer 16 ist hier oben. Ich erinnere mich vor, wie für Kleinkinder zu Fasching oder so. Entschuldigung. Nummer 16. Das ist jetzt ein Eyeliner. Aber blau ist nicht. Okay. Ein Eyeliner. Scheint so. Die Flüssig-Eyeliner zu sein. Dann haben wir die Nummer 7. Nein, Quatsch. 7 stimmt schon, aber 17. Und die 17 ist hier unten. Die hat Wolfsfüße. Bin gespannt. Ist die auch leer? Nö. Eine Mini-Feile. Da steht sogar Smile Cosmetics drauf. Ja gut, Mini-Pfeilen sind eigentlich schon gut für unterwegs, wenn man so will. Die Nummer 18. Bin ich schon wieder blind? 18, 18, 18. Hä? Da gibt es keine 18. Doch, da oben ganz versteckt, so zart, wie es nicht mehr geht und meldet sich nicht der kleine Himmel. Ich sag ja heute. Und da ist drin ein Nagellack. Und diesmal ein blauen, da sieht man die Farbe schon richtig. Ein blauer Nagellack, wie der Himmel. Dann die 19. Die ist einmal da.
Man merkt schon, dass ich durch gerade bin. Ein kleiner Lippenstift in Rot, nee, in Braun. Nude. So heißen sie doch, oder? Nude. Ein kleiner Lippenstift. Das war die Nummer 19. Dann kommen wir zu 20. Die ist hier. Wieder ein Stift. Ein Eye Pencil steht da jetzt drauf. Ein Augenstift. Irgendwie ist der Kalender nichts. Gut, ich habe noch andere Kalender. Da sieht man ja hinten im Eck. Hinten im Eck. Hinter mir. Und ja. Das war die 20. Die 21 ist hier. Wir können den auch andersrum wieder reinmachen, das Puzzle. Da wäre ein anderes Tier, glaube ich, drauf. Eine Mini-Mascara. Da muss ich jetzt aber mal gucken, wegen der Bürste. Mascara gehen ja normal immer. Die sieht mal so aus. Ganz normale Bürste. Ich glaube, da verlose ich den kompletten Adventskalender, denke ich. Obwohl, ich muss erst mal gucken, dass ich da, ne? Wo waren wir jetzt? Die 21. Die 22 ist hier unten. Da sind auch zumal Kosmetik mit drauf. Nee, ich habe die 21 verkehrt rum rein. Der arme Wolf hat kein Ohr. So, jetzt. Und da ist ein Lipgloss drin in Rosé Jimmer. Dann haben wir die 23, die ist ein bisschen größer. Was ist das? Ein kleiner Applikator für Lidschatten, zum Beispiel. Und dann kommen wir zu Heiligabend. Da ist ganz, ganz klein eine Mini-Heiligabend. Und da ist drin ein Spitzer. Ein stinknormaler, einfacher Spitzer ist da drin. So. Ja, das war der Puzzle Adventskalender. Rutschen jetzt ein Stück runter. Hinten ist jetzt abgebildet, was drin sein müsste. Ich habe gar nicht geguckt. Scheinbar hätte in der 8 noch ein roter Eyeliner sein müssen. Okay. Ne, da schreibe ich mal Rossmann an und dann gehen wir weiter. Morgen packen wir mal den Cube von Prikondi aus mit Smile Cosmetic. Mal gucken, was da drin ist. Aber ich denke, entweder die Sachen werden verlost oder der ganze Adventskalender. Das sehen wir dann morgen, wenn ich das andere Video mache. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.